Herzlich willkommen zu der Infoveranstaltung per Web. Mein Name ist Stefan Lüthi. Ich bin bei der UFA-SOME seit ein paar Jahren im Aussendienst und möchte euch jetzt im folgenden Beitrag zeigen, was wir aus dem vergangenen Jahr im Mais verlieren können und was es für die Zukunft für Herausforderungen wird geben. Also wir machen einen kurzen Rückblick, was gegangen ist im vergangenen Maisjahr. Wir haben sehr schöne Mais gehabt, über weite Teile der ganzen Schweiz. Die Erträge beim Silomais wie auch beim Körnermais waren sehr vielversprechend. Die Pflanzen waren mehrheitlich sehr gesund. Und wie gesagt, dementsprechend sind eben auch die Silo und die Getreidesammelstellen voll geworden mit dem Mais. Mit welchen Problemen haben wir zu kämpfen gehabt? Der Frühling, vor allem ein Thema, das von Jahr zu Jahr immer noch mehr zunimmt, ist der Drahtwurm. Ein Schädling, altbekannt. Wir haben aber in der Zwischenzeit keine Möglichkeit damit, um ihn können zu verdrängen bzw. zu eliminieren mit Wirkstoff. Dementsprechend ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir eine saubere Fruchtfolge haben und eine gute Bodenbearbeitung, damit wir dementsprechend den Drahtwurm einigermaßen im Griff haben. Ein weiteres Problem, ein zunehmendes Problem in den letzten Jahren ist der Maiswurzelbohrer. Bei uns in der Schweiz immer noch der Status als Quarantäneschädling. Das heisst, bei Befall das Maisanbauverbot im Umkreis von 10 km. Und das kann je nach Fruchtfolge und je nach Betrieb zu sehr starken Einschränkungen führen. Es ist auch davon auszugehen, dass das in nächster Zeit nicht wird bessern wird. Das wird eher noch zunehmen, die ganze Thematik um den Maiswurzelbohrer. Also das heisst, dass Betriebe ihre Fruchtfolge zwangsläufig überdenken und dass zweimal nacheinander Mais nicht mehr wird die Regel können sein. Das ist der Entwicklungszyklus vom Maiswurzelbohrer und da ist es ganz wichtig, dass wir da zwei mögliche Schadquellen haben von dem Maiswurzelbohrer. Einerseits im Frühling, die Larven, die die Wurzeln anfrissen und der Mais damit Lager erleidet. Und andererseits dann der Käfer, der grössenordnung so im August loslässt und dann eben die Narbenfäden abfressen und damit eben eine schlechte Entwicklung und Ausbildung von Maiskolben verursacht. Und ganz wichtig ist hier der Unterbruch, also die Käfer legen die Eier in den Boden rein und die müssen dann im Frühling relativ früh wieder Nahrung haben. Und wenn sie das haben, dann tun sie sich eben wieder weiterentwickeln im Mais. Und so ist eigentlich der Kreislauf dann eben geschlossen. Wirtschaftlich gesehen einer der schlimmsten Schädlinge im Maisanbau. Die Geschichte mit den Beizigen, die wird dieses Jahr nochmal verschärft. Wir haben auf die Aussaat 21 ein Mesurol-Verbot. Das war an und für sich absehbar gewesen. Wir haben im aktuellen Fall noch das Maxim XL als Fungizid bewilligt. Das wird dann längerfristig abgelöst durch das Maxim Quattro, wo im Ausland bereits Standard ist und als einzige mögliche Beizung im Moment gegenüber Vogelfraß ist die Beizung Corit, wo wir seit dem Pflanzenbaujahr 2020 kennen. Für die Drahtwürme, die ich in der Anfangspräsentation erklärt habe, für die haben wir im Moment keine zugelassene Bewilligung. Ganz ein wichtiger Punkt ist, mit dem Wegfall von der Mesurol-Beizung gibt es keine Wirkung oder Beizung gegenüber den Frittflügen. Und die Frittflügen, die kann gleich noch sichtbaren Schaden machen, vor allem dann im Frühling, wenn wir eher eine kalte Wetterlage haben und der Mais nicht so wo für sie wachsen. Die Frittflüge tut dann in dem Sinn wie eine Bestockung auch auslösen beim Mais, so eine Besenwuchs kann das auch geben beim Mais.
Und wirtschaftlich gesehen nicht ein Riesenschaden, aber der Mais, vor allem eben, wenn er nicht für sie wächst, leidet er dann noch stärker unter dem Schattenbild von den Frittflügen. Ganz wichtig ist, je weniger Beizmittel, das wir zur Verfügung haben, dass wir eben mit zusätzlichen Mittel bzw. eben Dünger könnt die Jugendentwicklung unterstützen. Und das können wir machen in Form von einer Unterfußdüngung, als Beispiel DAP, oder wir können das auch machen in Form von einer Unterfußdüngung mit Mikrogranulatdünger. Da seht ihr auf dieser Folie den Unterschied vom Mikrogranulatdünger, wo sehr nahe beim Saatgut zu ist, wo eben dann die kleine, feine Wurzel von dem Keimling nicht lang muss suchen nach dem Dünger. Und auf die andere Seite, auf der linken Seite vom Bildschirm, dann die Unterfußdüngung, wo eben aufgrund auch von der höheren Gabe, wo man dort natürlich gibt und dementsprechend eben auch gefährlichere Verätzungen, wo es kann geben, dass der Dünger eben mindestens die 5 cm vom Düngerkorn muss weg sein, damit wir da den Keimling nicht beeinträchtigen. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass man natürlich mit dieser Mikrogranulatdüngung relativ wenig Nährstoff direkt zum Saatgut bringt. Die Idee aber dort ist einfach ein besserer Start in der ganz feinen Jugendentwicklung können zu ermöglichen. Nachher sollten die Pflanzen, die Wurzeln, selber den Nährstoff können holen. Fragen und Auskünfte steht selbstverständlich unser gesamtes UFASOME-Beraterteam in der ganzen Schweiz zur Verfügung, sowie auch unsere Homepage, wo ihr immer wieder die aktuellsten Ergebnisse aus unseren Feldversuchen auch könnt anschauen, nachverfolgen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz gute Maiskampagne 2021. Merci.